Hallo zusammen, ich habe hier einen Wemo 76 normal, aber mit Auszug. Das heißt, wir haben hier einen Kühlschrank, der nicht links oder rechts ausgeht, sondern einen Auszug hat. Hier Platz für 1,5 Liter Flaschen. Der Kühlschrank ist schwerer, ich muss ihn hier halten, sonst fällt er mir um, als ein normaler Kühlschrank. Einfach durch diese Konstruktion hat er rund 4 Kilo mehr Gewicht. Die Abmessungen sind genau gleich wie unser 76er. Den verlinke ich euch unten im Beschrieb. Standard ist ein BD35F montiert. Das ist ein Standardkompressor von Secop Danfoss mit externem Aggregat. Standard 1,5 Meter Leitung. Der Verschluss hier, normalerweise ist er links oder rechts, je nachdem wie der Anschlag ist. Und hier sitzt er in der Mitte. Und hier habe ich auch einen Verriegelungsriegel. Wir haben hier zwei Riegel, einer für Einhängen immer und der andere kann ich so rüberschieben. Und so habe ich das, dass die Türe dann eben nicht zugeht, dass ich hier einen Schlitz drin habe, dass die Türe offen bleibt, wenn ich den Kühlschrank nicht brauche, dass ich so eine Lüfterstellung habe. Und dann diesen Riegel wieder zurückschieben und dann macht der Kühlschrank wieder komplett zu. Was dieser Kühlschrank hier auch hat, ist ein Tiefkühlfach, die N-Version. Das heißt, ich habe hier ein neues Fach, aber die Zugänglichkeit ist natürlich hier ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich nur den Schrank brauche für Getränke, Eiswürfel, kriege ich hier natürlich die 1,5 Liter Flasche rein. Logischerweise hat er auch eine Innenbeleuchtung. Vom Stromverbrauch her ist er genau gleich wie der 76er normal. Aber wenn ich den hier aufmache, die Leute sagen, ja, ich habe einen Auszug, da bleibt dann die Kälte drin. Also das ist ein Märchen, wir haben hier Schlitze, der ganze Inhalt kommt aus dem Kühlschrank raus, die Kälte fällt hier runter, wird so abgegeben. Also Stromersparnis ist hier an sich nicht besser als ein normaler Kühlschrank. Hier habe ich euch das Tippenschild für diesen Kühlschrank. Der Kühlschrank ist nur auf Bestellung. Momentan reden wir von 5 bis 6 Monaten. Wir kriegen keine Ware, das wird hoffentlich wieder besser. Eventuell haben wir sie am Lager. Ihr müsst anfragen, wie es aussieht, dann können wir euch näher Bescheid geben. Preis auch anfragen, da bin ich aktuell überfragt. Von der Energieklassifizierung her, dieses Gerät ist ein Mobilkühlgerät, also nicht geeignet für den Betrieb an 230 Volt. Es kann also nur über 12 Volt betrieben werden, klar mit dem Netzgerät, aber das ist ein anderes Thema. Somit unterliegt das nicht der Energieklassifizierung und somit ist das Gerät kein Label, nicht labelpflichtig. Zum Anschluss des Kühlschrankes auf 12 Volt empfiehlt sich heute eine Lithiumbatterie oder auch eine Standard-Bleibatterie. Die Länge von hier bis zur Batterie in Meter sollte dem Querschnitt in Quadratmillimeter entsprechen. Wir liefern hier nur ein 2,5 Quadrat Kabel. Von hier aus verlängern bis dann effektiv, wo die Kühlbox sitzt. Also wenn ihr von, sorry, die Batterie sitzt, wenn ihr von hier 5 Meter habt bis zur Batterie, dann empfehle ich hier 6 Quadrat Kabel. Absicherung sollte bei 15 oder 20 Ampere liegen. Die Temperatureinstellung
ist hier hinten über diesen Thermostat, wenn man den mal eingestellt hat, dann ist er eingestellt. Und ich kann über diesen Thermostat auch abschalten, wenn ich ihn hier ganz auf Null drehe. Gibt einen leichten Widerstand, wieder einschalten. Aber hier empfiehlt sich, in die Zuleitung ein Kabel, einen Schalter einzubauen und dann die ganze Spannung zu trennen. Ich verlinke euch hier oben den gleichen Kühlschrank, aber ohne Eisfach. Hier unten den 76N mit Eisfach, aber mit links oder rechts angeschlagener Tür. Unten habe ich weiter verlinkt den Katalog und ich wünsche euch einen schönen Tag.